Metal, ihr lieben Helderchens. Willkommen bei Mad Dog, der bissigste Kanal auf YouTube weit und breit. Viel Spaß! Au und Metal, meine lieben Helderchens, da bin ich wieder, euer Mad Dog. Und natürlich seid ihr willkommen auf dem Wohl. Kanal auf ganz YouTube weit und breit, meine lieben Freunde. Und ja, wir machen quasi da weiter, wo wir aufgehört haben, mit dem Gronk, mit der Gronk-Reaction. Und es ist natürlich der Bewährungsversager wieder am Start. Ich habe mit ihm angefangen, also mache ich mit ihm das Ganze auch fertig. Metal, mein Lieber. Metal, mein Lieber. Na, wie geht's euch? Ich bin der Bewährungsversager mit ganz wichtig, wisst ihr ja. Und was soll das heißen? Ich habe mit dir angefangen, also mache ich es mit dir fertig. Also willst du hinter dich bringen oder was? nein, so war es jetzt nicht gemeint. Ja? Das ist natürlich jetzt hier Auslegungssache gewesen, was ich gesagt habe. Klar. Hate und Mobbing ist das alles. Ja, richtig. Hate und Mobbing, dafür bin ich bekannt. Ja. Darfst nicht in meine Kommune. Was? Habe ich jetzt schon versaut, alles klar. Bewerbung abgelehnt. Bist du wohl auch am Kommune gründen? Ja, natürlich. Ja, gegen Kommune muss natürlich gemacht werden, ist ganz klar. Auf jeden Fall, bei mir ist halt die Pflicht, dass man angezogen sein muss. Ja, genau, ja, muss alles dagegen sein. Ne? Gegen, und natürlich auch keine Schlafsäle, sondern jeder kriegt sein eigenes Schlafzimmer, genau halt entgegengesetzt. Genau. Und man muss auch nicht auf einem Feld arbeiten, sondern man geht halt zum Rewe. Ach, das ist ja richtig easy bei dir, hä? Schon. Richtig gut. Aber das Einzige, wo alle zusammen sind, wir sammeln alle auf dieselbe Karte Payback-Punkte. Okay. So als Zusammenhalt. Also natürlich auch keine gemeinsamen Konten gibt es bei dir auch nicht, ne? Nee, das auf gar keinen Fall. Ja, das wäre ja auch zu schön. Ja, dann gehen wir mal rüber zum Video. Ja, so. Da haben wir sie wieder, alle drei. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir kommen ja richtig gut voran. Ne? Wir sind richtig schnell dabei, wir alten Lavataschen. Ja. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir da noch an der richtigen Stelle sind. Ja, sind wir. Und ich weiß nicht, ob du was dagegen hast, aber wir könnten. Beim letzten Mal haben wir 15 Minuten das Einleitungsgespräch gehabt. Ich glaube, wäre gut, wenn wir heute mal nur 3 Minuten machen. Mhm, alles klar, das passt. Und dann, aber die, ja, was wolltest du sagen? Nee, sag du zuerst. Du, komm. Ja, die Hater, wir sind ja bekannt dafür, dass wir aus wenig Material sehr viel Ergebnis bekommen. Und daran müssen sich die Leute halt gewöhnen. Oder die haben sich schon daran gewöhnt. Ach man, die wollen es ja teilweise sogar so. Die wollen es ja so. Das ist ja, weißt du, du kannst nicht einfach das zu Hause aufräumen anfangen und nach 10 Minuten ist das Video beendet, aber in 10 Minuten hast du ja die Wohnung zu Hause nicht geputzt. Ne? Das ist halt einfach so. Ne? Richtig, da sind so anderthalb, so mindestens eine Stunde finde ich immer ganz praktisch. Ja, eine Stunde muss mindestens sein. Ja, finde ich auch. Manchmal geht's nicht anders, ne? Wenn du von Rainer nur ein 10-Minuten-Ding hingedonnert bekommst, dann wird's schwierig mit der Stunde. Dann wird's wirklich schwierig. Ja, das stimmt. Aber gut, da du mein Gast bist, darfst du den ersten Play-Button haben. Ja, ich will eh drücken. Ja, dann drück rein ins Wasserbein, hätte ich gesagt gehabt. Ja. Soll definitiv ein Mitspracherecht für alle gelten. Gleiches Recht für jeden. Also immerhin, klare Kante, muss man sagen, gleiches Recht für jeden. Ja, das Problem ist, sollte die Kommune als Rechtsform zum Beispiel eingetragener Verein gewählt werden, dann herrscht dort eine Vorstandspflicht. Ich habe ihm so einige Infos gegeben, geredet habe. So simpel, dass man da machen und tun kann, was man will, muss man eben den Vorstand wählen. Der Vorstand vertritt den Verein nach außen. Ja. Außerdem ist so ein Verein recht demokratisch. Jedes Mitglied hat gleiches Stimmrecht. Ja. Bei Gesellschaft bürgerlichen Rechts, gucken wir mal. Rainer sagt, ja, ich bin mir sicher, der hat keine Ahnung, was ist das eingetragene Verein, hä?
Und vor allem, ja, was soll man da sagen? Demokratie ist eh nicht so rein das Ding. Der hat ja auch gemeint, er wird lieber in Nordkorea wie in Südkorea leben. Ja, das sagt ja alles. Weil es dort ja, ja, dort ist ja hügeliger. Dort ist Hügel. Ja, hügeliger, da passt Rainer hin. Der hat ja, er ist ja selber ein einzelner Hügel. Ja. Rein in 709 BGB ist das im Prinzip ähnlich. Da kann man aber die Stimmrechte auch anders verteilen. Da 24 Leute. 24 Leute ist nur eine Idee. Für den Anfang hätte ich gerne also, 10, 12 Leute. Wenn wir das mal mit der GmbH gleichsetzen. Wenn man es dann also größer macht, kann man immer noch schauen, wie man es macht. Weil im Grunde genommen, du musst ja auch wirtschaftlich bei so einem Ding denken. Du musst ja irgendwie wirtschaftlich vorantreten, sonst bist du ja nicht, sonst trägt sich das einfach nicht. Ja, Hand aufs Herz. Richtig, deswegen muss man es wirtschaftlich machen. Rein und wirtschaftlich. Ich wollte auch, Birgit. Haus gegen Auto getauscht. Ja. Gegen Obdachlosigkeit getauscht. Den YouTube-Kanal wollte er behalten und das Haus nicht. Was er davon hatte, sehen wir hier. Ich hätte auch gesagt, nein, ich behalte lieber mein Haus, weil YouTube-Kanal, der könnte morgen weg sein. Ja, nachdem ich an seiner Stelle so viele Hater habe, die mich jeden Tag melden können, könnte morgen mein Kanal weg sein. Ich hätte definitiv mich gelöscht, wie der Richter es gewollt hätte. Auf jeden Fall und wahrscheinlich auch schon viel früher. Es sind ja keine Zustände mehr gewesen. Aber das lag ja auch nicht alles an den Hatern, sage ich mal. Es man weiß, wie es im Haus aussah und so weiter. Schau mal, wer will denn so leben? Kein Mensch will so leben. Ne? Also mit eingestürztem Bulldog-Hallendach. Ja, mit abgeranzter Fassade. Ja, nee, sicherlich nicht. Unverschimmelte Wände kommen ja noch dazu. Mehrere Räume, die innen drin nicht mehr bewohnbar waren. Nee. Einfach nee. Ja, und das Ding ist, der Typ war 24/7 daheim. Ja. Also Aufräumen, Zeit zum Aufräumen hat er so gehabt, hat er ohne Ende gehabt. Also wenn, ja, wie soll ich sagen, wenn ich den ganzen Tag daheim wäre, dann ist meine Bude immer aufgeräumt. Würde ich einfach mal behaupten. Also es würde auf jeden Fall nicht so aussehen wie bei dem. Nee, ach komm. Okay, das geht aber gar nicht. Würde auch keiner schaffen, wie denn? Du holst dir niemals so viel nach Hause, du kriegst auch niemals so viel Post nach Hause wie er. Na, das stimmt. Angenommen, du hast 24 Gesellschafter. Der hat sich an diese 24 festgebunden, oder? Oder 24 gebundene Chefs. Stell dir mal vor, auf deiner Arbeit 25 Chefs. Mit einem extra Stimme. 24 Chefs. Ja, theoretisch, so redet er ja, ne? So will er es haben. Und das ist, ja, sehe ich auch als sehr schwierig. Vor allem wissen wir ja, wie wir Rainer kennen, wird sowas niemals geben. Denn er wäre schon gerne der hier das Sagen hat. Ja, das sieht man auch in den neuen Videos. Also was er von sich selber denkt, weißt du, so, dass er wirklich alles besser weiß. Er ist der Beste, hat er sogar in diesem 8-Minuten-Video da wieder gesagt. Er ist einfach so ein geiler Typ, er ist der geilste Mensch der Welt. Und nur deswegen haben die anderen überhaupt irgendwie Klicks und so. Nee. Weil sie was über ihn machen. Er hat sich sogar in 2 Minuten widersprochen. Am Anfang hat er ja gesagt, ich bin hässlich, ich tauge zu nichts und so. Und dann sagt er, boah, ich bin der Geilste. 2 Minuten später haben wir auch gedacht, Junge, widersprichst dir wieder innerhalb paar Minuten. Einfach super gemacht, ey. Das, was er vor einer Minute gesagt hat, war schon wieder weg. Das hat er schon wieder nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ne? Ich fand's witzig, wie er dann sagt, oh, vielleicht habe ich ja am Ofi seinen echten Namen schon. Oder wie er denkt, er kommt über die Kanzlei an den Namen. Also, habe ich auch in meinem Video lächerlich. Habe ich auch in meinem Video gesagt, selbst wenn es so wäre, selbst wenn ihr beiden die gleiche Kanzlei hättet, würdest du den Namen von Ofi aus Datenschutzgründen niemals erfahren. Datenschutzgründe und Anwaltsgeheimnis. Kann er vergessen. Vor allem ginge das nicht, vor allem gegeneinander nicht, weil das ja
quasi ein Interessenskonflikt. Wäre. Ja. Interessenskonflikt, oder? Richtig, genau so nennt man es, Interessenkonflikt. Das würde die gleiche Anwaltskanzlei niemals machen. Kann er vergessen, das ist eine Lüge. Soll er sich mal lieber die Sendung Suits angucken, dann wüsste er das. Dann wüsste er das, ja. Ja. Übrigens, weil du sagst, diese Serie habe ich auch gesuchtet. Ja, finde ich, war wirklich eine richtig geile Serie. Ja. Kann ich jedem empfehlen. Absolut, auf Netflix. Wer Netflix hat, Suits eingeben und Spaß haben. Ja. Jetzt mache ich Werbung für nicht. Komm, nee, Schluss, aus, nee. Das ist aber Chaos. Das ist einfach Chaos. Ich verstehe den demokratischen Grundgedanken dahinter. 24 Mittel hier versteht sich. Also 24 im Ganzen auch ich. Im Grunde genommen brauchst du brauchst wahrscheinlich eher einen Klassensprecher. Ich glaube, du brauchst einen Klassensprecher. Wie man das System macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du hast dir es doch ganz genau vorgestellt die ganze Zeit. Jetzt sagt er, da habe ich keine Ahnung. Du hast gesagt, ja, es müssen alle entscheiden, nicht nur ich. Und jetzt sagt er, weiß ich natürlich, das mache, habe ich keine Ahnung. So ein Laberhannes, ey. Ja, auch im letzten Video haben wir es, glaube ich, auch schon gesagt. Er sagt, es wird alles zusammen entschieden. Aber um da überhaupt reinzukommen, musst du ja erstmal zahlen und er muss dich dann darin aufnehmen und dann kannst du ja erst als Mitglied mitentscheiden. Und es steht ja noch nicht mal fest, in welchem Land das Ding sein sollte. Und es ist. Das ist das Wichtigste, finde ich jetzt. Weil angenommen, du findest jetzt hier wirklich 10 Leute, wo sagen, okay, das wäre was für die. Und am Schluss kommt raus, ja, okay, aber das Ganze findet irgendwie in Italien statt. Dann ist halt nichts mehr mit, dass ein paar davon arbeiten gehen und ja, auf jeden Fall nicht so schnell. Klar, man kann da unten sich auch einen Job suchen und so weiter. Aber wer lässt denn sein gesamtes Leben so in Deutschland so zurück, um irgendwo in so einer Kommune mit Rainer zu wohnen? In einem fremden Land. So. Vor allem, du musst ja in einer Kommune. Ja? Das ist, muss man sich ja so. Du musst erstmal dafür dann Leute herkriegen, die dort ja, quasi Firmen aufbauen, damit die Leute Arbeitsplätze haben. Das ist noch mit keinem Wort irgendwie erwähnt. Ja, also wirklich, der Ort ist das Wichtigste. Also auf dem, ja, das ist ja die Grundlage für erstens für so die Randbedingungen, also so die Gesetze und so weiter, was dort sind, was dort gelten. Und nicht mal das kriegt er hin, aber verkauft schon irgendwie die Mitgliedschaft. Vor allem Mitgliedschaft. In der Kommune. Das stelle ich mir so vor. Du fährst dahin an ein Ortsschild und dann steht da ein Wächter, der sagt zu dir, 100 Euro bitte, um in dieses Dorf zu fahren. Und du denkst dir, und Klamotten ausziehen. Ja, genau. Du denkst dir, willst du jetzt einen aufs Maul oder später? Aber das, was ich auch geil finde, ist, er sagt ja immer, es hat sich noch niemand dafür gemeldet. Anscheinend interessiert sich keiner dafür. Keiner schaut auch diese Folgen da an und bla bla bla, hat es nicht abonniert. Keinen juckt's. Ja. Also was mache ich? Ich verlange 100 Euro dafür. Und der Grund ja wieder, ne? Der Grund ist ja wieder geil. Oh, aus Sicherheitsgründen, damit die Hater nicht mit drin sind. Unglaublich. Das ist... Ja, vor allem... Kannst du dir nicht ausdenken, in eine Kommune mit Geld. Du gehst in eine Kommune, du fährst da durch, das kostet dich nichts, du wohnst da, das kostet dich nichts. Ja klar, in dem Haus, wo du bist, das kostet dich was. Ne? Und du musst Steuern zahlen. Aber du musst nicht dafür zahlen, dass du da drin wohnen darfst, in diesem Dorf. Und ich habe es auch noch nie erlebt, dass dich ein Dorf rausgeschmissen hat. Wenn, dann hat dich der Vermieter aus dem Haus geschmissen. Aber du wurdest noch nie von einem Dorf rausgeschmissen. Da kam noch nie ein Dorfältester, hat dich am Kragen gepackt und dich rausgezogen. Ey, nee, komm. Ach, das wäre witzig gewesen, wenn es am ASB so gelaufen wäre. Ja, wäre aber nicht gegangen, weil er dort ja Besitz hat. Das ist ja das Nächste, was ich mir... Was, wenn... Habe ich ja schon mal, glaube ich, gesagt. Angenommen, du, also Bewährungsversager, kaufst dich jetzt in der Kommune von Rainer, in der Kommune der Freiheit, ein Haus und ein Grundstück. Und jetzt machst du irgendwas, wovon du nicht wusstest, dass es verboten war, und Rainer wirft dich raus und du stehst jetzt da mit deinem Grundstück und darfst da aber nicht mehr hin.
Ich kann aber nicht. Ich glaube, er meint es ja irgendwie aber anders, oder? Man muss ja erstmal so die Gebäude kaufen und er geht ja davon nur von ein paar aus, oder? So 3-4 Stück, sagt man mal, auf so einem Grundstück. Und ja, kann man daraus dann eigentlich eine Kommune, also wie so eine Ortschaft machen? Geht das? Ja, prinzipiell schon. Wurde ja schon gemacht, hat ja Solmecke auch vorgestellt mit Unterkaufungen. Wurde ja sowas schon gemacht. Also prinzipiell sage ich ja, das geht. Das geht. Aber du musst ja da drin, wenn du sowas hast, was er halt auch noch nicht überlegt hat. Er hat es wo nicht. Ne? Er hat nicht, ja, das, ob er das Grundstück schon gekauft hat, ob das alles ihm gehört da. Ne? Und es muss ja auch groß genug sein. Dann hat er nicht, ja, welche Straßen gibt es da? Weil jedes Haus, was dort Eigentum werden soll, braucht ja auch einen Straßennamen. Da muss Adressen hingeschickt oder eventuell Briefe hingeschickt. All das hat er nicht erwähnt. All das steht nicht mit drin. Was ich frage, ja, was, wie stelle ich mir das ansonsten oder wie stellt Rainer sich das vor? Ne, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, aber da sieht man, also er sagt ja, er arbeitet an diesem Plan schon seit 20 Jahren und er hat einfach noch nichts. Ja, ja. Die wichtigste Frage ist nicht geklärt und in einem von den letzten Videos war es oder Streams, wo er sagt, ja, Japan ist ihm zu weit weg. Er will lieber in die Südsee, die einfach mal 7000 Kilometer weiter weg ist wie Japan. Japan sind 9000 Kilometer von Deutschland und Südsee, also so Fidschi und so weiter, sind irgendwie 16.000. Es ist der helle Wahnsinn. Wahrscheinlich hat es mit der Nordsee oder so verwechselt oder mit der Ostsee. Der denkt halt, glaub, alles, was so im Süden ist, ist automatisch Südsee, also südlich von ihm. Ja, ja. Ja, komm. Ja, der Bodensee ist auch Südsee. Kannst du dir nicht ausdenken, dieses... Ach. Da muss man sagen, müsste Rainer sich wahrscheinlich vorher nochmal rechtlich beraten lassen, wie er die Kommune konkret... Wisst ihr, wie ich mir das vorstelle? Er ist eines Morgens aufgewacht. Oh, Kommune, ich könnte nur Kommune machen. Das ist ja schon seit 20 Jahren im Kopf und heute habe ich es mal wieder drin gehabt. Und zack, hockt er sich ran da an irgendeinen Block und fängt das Tippen an und lauter Scheiß steht da drin. Auch so sein ganzes Gequatsche die ganze Zeit. Ja, ich muss noch Leute suchen für die Kommune, aber wir sind noch nicht so weit, Leute zu suchen. Aber ich muss Leute suchen. Ich habe mir gedacht, jo, was ist denn hier schon wieder los? Nee, ich kann aber nicht alles mehr. Alles wird gemeinsam entschieden. Ja, aber er kann noch keine Leute suchen. Abgesehen davon muss er noch Leute suchen. Ja, es ist ja auch so, wie er mit seinen Leuten da im Chat und so weiter umgeht, wenn die mal irgendwie eine Frage zu der Kommune haben, selbst wenn es eine normale Frage ist, was ja durchaus vorkommt, eine logische, normale Frage, und Rainer schnauzt die Leute halt an und sagt, ja, lest doch das, lest doch dies. Also, oder er sagt ja selber, er bekommt zig E-Mails, aber antwortet auf die Dinger nicht, sondern ja, die Leute sollen einfach irgendwie in seinem Blog da gucken. Ja, aber das macht doch keiner. Ganz offen, wenn ich ihn schon da habe, frage ich ihn ja lieber. Und genau, das ist auch, ja. Und man sieht ja daran, wenn ihn die Leute fragen, er hat halt keine Antworten. Und ich könnte wetten, im Blog stehen auch keine Antworten drin auf die Frage. Weil die wichtigste Frage, die sich jemand stellt, ist, wo ist das? Ja, genau. Also an dem hängt, also für mich würde daran eigentlich so gut wie alles hängen, wo das Ganze stattfindet. Weil es ist halt ein Mordsunterschied, ob du das hier in Deutschland machst, sagen wir mal, ja, hier, so da, wo er wohnt, so in der Nähe, oder ob du das in einem anderen Land machst. Weil die Leute, wo in dieser Kommune leben, die haben ja trotzdem immer noch Verwandte oder Freunde, wo hier in Deutschland wohnen. Weißt, die würden ja quasi alles so hinter sich lassen, nur um irgendwo anders zu leben, mit dem. Ja, so ist es. Hammerhart. Ich sag dir, wie es ist, das wird nichts. Das wird nie was. Nee, glaube ich auch nicht.
in der Rechtsform ja, ausgestalten will, ist nicht ganz unerheblich. Man sich da informiert und vorher mal schaut. Mal sagen. Und dann, was du sagst, stimmt nicht ganz. Du kannst im Gesellschaftsvertrag einiges regeln, auch wer Geschäftsführungsbefugt. Ja, dekadent, ja, ja, weiß ich. Ja. Aber es sind ja dann alle, es geht ja gerade darum, dass alle gleichberechtigt sind. Dass alle die, das gleiche Recht haben, das gleiche Stimmrecht. Darum geht es ja gerade. Dann natürlich der Kommt darauf an, wie man es regelt. Ich weiß es noch nicht, wie man es regelt. Das war eine Idee. Das ist alles nur eine Idee. Wir haben Rainer extra für das ganze Thema Kommune ist nur eine Idee. Und hören uns mal seine Antwort zum Thema FKK an. Was ist da in Sachen Freikörperkultur geplant? Aber eben nur als Idee. Ich weiß noch nicht, wie man es im Fach dann umsetzt letztendlich. Weil ich nicht weiß, wie das rechtlich geregelt wird. Deswegen sage ich die ganze Zeit, es ist eine Idee. Ich weiß noch gar nicht richtig. Ich habe keine Ahnung. Der saugt sich schon wieder irgendwas aus seinen fetten Fingern. Das ist eine Idee, das ist eine Idee. Ja, und dafür soll man Geld zahlen. Oder das ist eine Idee, die ich umsetzen will, aber noch nicht so richtig. Das ist nur eine Idee. Weißt du, so ein dummes Gelaber. Ich könnte schon wieder mein Mikrofon ins Display schlagen. Weißt du, was das ist für mich, diese Kommune? Weißt du, was das für mich ist? Eine versteckte Wishlist. Die Leute müssen da 100 Euro erklären. Die Leute müssen da drauf 100 Euro bezahlen. Natürlich spart ihr das nicht, um sich das Grundstück zu kaufen, wo die Kommune hin soll. Kannst du dir abschminken. Macht ihr ein Leben nicht. Stattdessen kauft ihr sich irgendeinen Scheiß davon, von der Kohle. Und die Leute fragen dann, ja, wo sind meine 100 Euro? Ich dachte, wir haben dir alle 100 Euro gegeben und jetzt mach mal hier. Und er sagt, ja, ich habe nie gesagt, was das für die Kommune ist, das Geld. Habe ich nie gesagt. Ja, das ist wirklich so, Rainer und Geld. Also, denken wir mal kurz zurück. Der war obdachlos und dann hat er von der Gemeinde Geld bekommen. Im Endeffekt stimmt schon. Kommune kann es auch sagen. Ja. Hat dann Geld bekommen und hat sich erstmal für 300 Euro ein Tattoo machen lassen. Und dann bettelt er im Stream und sagt, er hat kein Geld. Ja. Oh, Alter, wie behindert muss man eigentlich sein? Das kann, also das war wirklich so ein Ding wie, und dann die Aussage, ja, ich hatte doch das Geld für das Tattoo. Ja, aber das Geld hättest du tausendmal sinnvoller einsetzen sollen. Also wirklich, wenn du obdachlos bist, keine Wohnung hast und dann hast du, sag mal, 500 Euro bekommen. Was machst du dann? Du haust erstmal 300 davon für ein Tattoo raus, das auch noch schlecht gestochen ist. Ja. Verstehst du jetzt, was ich meine mit der Wishlist? Auf jeden Fall. Das ist für mich nichts anderes wie eine Wishlist. Da kommt Kohle rein für diese scheiß Kommunenidee und dann wird das Geld rausgeblasen, weil anders spenden mir die Leute zu wenig. Ja? Und so habe ich eventuell eine Idee, wie die Leute mir Kohlen geben. Aber das wird natürlich nie in die Tat umgesetzt, weil in ein paar Monaten, wenn die Leute fragen, ja, was ist jetzt mit der Kommune, bander die weg. Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten. Die bander weg. Mhm. Und er motzt ja jetzt schon. Meine grobe Schätzung war so wahrscheinlich März, April, aber so wie er sich jetzt schon verhält, ist es wahrscheinlich schon wesentlich früher. Ah, ich glaube, da werden auch noch andere Sachen passieren. Also wenn da jetzt wirklich da mit Klonter irgendwie vor Gericht und bla bla bla. Oder, ja, nee, er liefert ja in letzter Zeit so unglaublich viel Zeug, was gegen seine Bewährungsauflagen oder gegen die Bewährung einfach verstößt. Beleidigungen. Da habe ich heute tatsächlich... Verleumdungen und so. Da habe ich heute gehört, die Bewährung soll erledigt. Die soll vom Tisch sein, habe ich heute gehört. Ich weiß noch nicht genau, ob es stimmt. Wie meinst du vom Tisch? Naja, Bewährung hat er nicht geschafft, also weg. Was da jetzt genau, also Bewährung nicht geschafft. Also dass er in den Knast müsste? So habe ich es gelesen, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das stimmt. Das kann natürlich alles bla bla. Also du meinst nicht, dass die Bewährungszeit vorbei ist, oder? Nein, das meine ich nicht. Weil das kann ja nicht sein, das sind ja zwei Jahre. Nein, Bewährungszeit seit ist nicht der Verhandlung. Vorbei. Bewährungszeit noch nicht vorbei. Nein. Vorbei ja, aber ist. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, so wie es sich verhält. Und dann ist natürlich bald für ihn Ende Gelände. Dann heißt es für ihn ein Jahr hinter Gitter. Es ist auch spannend. Was meinst du? Wie wäre das, wenn der wirklich zwei oder ein, ich glaube ein Jahr. Ein Jahr würde er in den Knast kommen. Ja. Ja.
Wie sieht der nach einem Jahr aus? Genauso wie jetzt auch. Aber schon ein bisschen dünner, würde ich mal sagen, weil dort kriegst du ja nicht ja, du kriegst 8000 schon Kalorien am Tag. Du kriegst schon zu essen, da achten die nicht auf Kalorien, was die danei manchen die danei ins Essen. Und ja, du aber ich denke mal nicht, dass du so viel fressen kannst wie jetzt draußen, oder? Und vor allem nicht die ganze Zeit süße Getränke und so weiter. Da gibt's ja, süße Getränke glaube ich jetzt auch nicht, ja, weil das kostet ja Geld. Ja, ich glaube, da gibt es hauptsächlich Wasser, sage ich dir, wie es ist. Ja, das, schon? Ja, schon. Ist ja auch richtig so. rein im Knast. Also es ist, oh Gott. Also das wenn das so stimmt. Das war eine geile Vorstellung einfach. Naja, so geil ist die jetzt nicht, weil ich mittlerweile der Meinung bin, der leidet draußen eher wie drin. Ja, aber dort muss er auf das hören, was andere ihm sagen. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was Rainer passieren kann. Dass es eine Autorität gibt. Ja. Was glaubst du, warum der seine Jobs nie behalten hat? Erstens, weil er nichts kann. Und zweitens, weil er sich wahrscheinlich immer mit irgendwelchen anderen Mitarbeitern oder Vorgesetzten gestresst hat. Ja, jetzt stell dir mal vor, der muss gemeinsam duschen mit anderen. Ach, ja, viel. Es würde dem ja auch noch gefallen. Also das ist, glaube ich, dann das Einzige, was ihm dort gefallen würde. Ja, weiß ich nicht so genau. Kommt drauf an, wer da auch noch mit drin ist. Ich weiß es nicht. Bin mir noch nicht so sicher. Aber wir kennen ja Rainers Neigungen. Ja, ja, schon. Aber warte mal ab. Ich bin mir nicht sicher. Naja, auf jeden Fall ist es spannend, was da noch so kommt. Ja, ja, ich sag ja, das sage ich die ganze Zeit, das Game nimmt nicht nur Fahrt auf, wir sind gerade voll in Fahrt. Ja, auf jeden Fall. Also das, was der wirklich in letzter Zeit raushaut, an Beleidigungen, Verleumdungen, Drohungen und so weiter, das schadet ihm die ganze Zeit und er rafft es nicht. Du hast noch Unterstellungen vergessen. Ja, ja, Unterstellungen auch, natürlich. Naja, schauen wir weiter, oder? Ja, ja. Keine Lüge dafür, sondern eher den Wunsch danach. Das heißt, es wird letzten Endes für jeden selbst entschieden, aber es ist eigentlich schon mit dem Ziel, dass man eben auch dem FKK frei nachgehen kann. Das heißt, du musst aber wirklich irgendwo wohnen, wo das ganze Jahr, also wenn man wirklich 24/7 optimalerweise, ja, auf Optimum nackt sein soll, dann solltest du am besten irgendwo wohnen, wo soll es das ganze Jahr lang warm soll ist. Soll nicht muss. Und auch nicht fußkalt. Was das Thema Kinder und Mücken freuen sich. Ich weiß nicht. Ich wäre jetzt hier, also ich sage jetzt mal so, ne? Ich habe normalerweise kein Problem mit FKK. Kann jeder machen, wie er mag. Ja, auch wenn jetzt Eltern sagen, wie du letztes Mal gesagt hast, das ist für mich auch ein großes Problem. Selbst wenn die Eltern sagen, ja komm, du kannst auch mit nackt draußen rumlaufen, ist okay. Aber das einzige Problem hier ist tatsächlich, wenn das Kind sagt, aber ich möchte keine nackten Menschen sehen. Genau. Erstens das. Und ich weiß nicht, es kommt halt echt hart auf den Ort an, wo das ist. Weil ich fände es auch nicht so geil, wenn die ganze Zeit irgendwelche fremden Nackten meine Kinder nackt sehen. Weißt du, das sind ja dann so Sachen, wo ich mir Gedanken mache. Ja, das ist jetzt, wir machen uns darüber Gedanken, aber ich bin immer der Meinung, es ist, dass wir eh alle angezogen sind, ist eine Gewohnheitssache. Jetzt angenommen, die ganze Welt reißt jetzt ihre Kleider vom Leib. Jetzt sofort. Ja. Alle. Glaub mir, in 2-3 Wochen hast du dich dran gewöhnt. Ja, stimmt auch wieder. Und dann stört es dich nicht mehr. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber es ist halt nicht so. Und es wird auch morgen nicht passieren. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist halt so. Ne? Also, da hat Rainer nicht großartig drüber nachgedacht. Und ja, über was er auch nicht gesagt hat. Er hat ja gesagt, keine Kinder. Aber was ist, wenn Frau und Mann da drin in seiner Kommune Kinder zeugen? Hat er auch nichts dazu gesagt. Was ist dann? Ja, dann werden sie entlassen. Ja, dann raus aus der Kommune. Raus! Oh Gott, das
Nee, Mann. Das ist einfach diese Vorstellung. Ja, und Rainer bringt wahrscheinlich auch noch das Kind zur Welt. Ja, ja. In so einem Hebammenkostüm. Ja. Nur der Dicke darf sehen. Ja. Er ist quasi der Erste, der sehen darf. Der Dicke, ja, komm. Ey. Ja, und er tauft die Kinder auch. Ja, klar. Komm, ey, ich krieg die Krise, wenn ich da dran denke. Stell dir vor, der würde dein Kind anfassen. Junge, der hätte danach gar keine Zähne mehr. Gar keine. Ich wollte auch gerade sagen, der würde danach nie wieder was anfassen. Guck sein Gesicht jetzt an. Was denkt er? Guck, das ist so sein Denkergesicht. Ja, mit Finger im Mund. Na. Ja. Ja, da ist ja Platz. Ja. Da fehlt ja der Zahn. Es gibt ja auch schon Campingplätze und so weiter. Aber letzten Endes, wenn sich jemand gegenüber den Kindern... Letzten Endes! Daneben benimmt, wird die Person natürlich angezeigt und aus der Kommune geworfen. Ich habe das noch nie erlebt, dass jemand des Dorfes oder der Stadt verwiesen wurde. Und ich glaube, wenn du aus dieser Kommune fliegst, weil du irgendwas mit Kindern gemacht hast, dann ist das dein kleinstes Problem. Glaube ich, wird die Polizei, okay, wir sind in Deutschland, wahrscheinlich auch durchgreifen. Natürlich. Über das Thema Kinder habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das Thema Kinder habe ich nur angesprochen. Wenn man das Wort Kinder erwähnt bei FKK, da gehen natürlich sofort erstmal die Alarmglocken los. Das ist gelogen. Das stimmt nicht. Ja, ja. Rainer hat das Thema selber reingebracht. Ja, weil manche gefragt haben und dann hat er natürlich auch nicht mehr aufgehört, über Kinder in der Kommune zu reden. Der hat, also, nee. Also, das ist so ein widerlicher Hund. Wir müssen weitermachen. Ja. Ja, per se. Das ist, ich glaube, das ist ganz normal. Das Thema Kinder habe ich jetzt noch gar nicht mit reingebracht. Das Schöne ist, was jetzt Zornig jetzt zum Thema Kinder und der Kommune und FKK sagt. Okay, also erstmal klar. Ja, das gefällt ihm wieder, was er jetzt sagt, laut Gesetz. Ne? Das gefällt ihm jetzt, ja. Er kannte, wenn sich jemand gegenüber den Kindern daneben benimmt, aber Rainer weiß nicht so ganz genau, darf man überhaupt FKK machen, wenn Kinder dabei sind? Ich weiß sind. Das schon, weil und ich habe nicht... Sollten auch nackt sein? 24/7. Nein, steht alles im Blog. Wenn du das mal lesen würdest, würdest du es vielleicht wissen. Wir gleich. Jetzt allerdings erstmal. Das mittlerweile jetzt im Thema Kinder ist vom Tisch. Er sagt 24/7 FKK. Das heißt, Klartext, da laufen alle die ganze Zeit nackig rum. Und das ist ja nahezu der Klassiker in den Nachbarschaftsstreitigkeiten. Nackte im Garten habe ich unter anderem auch in meinem Taschenanwalt und im... Das Thema Kind war der größte... Hallo, lieber Ofenkäse, hallo. Das Thema Kinder war der größte Kritiker. Das ist das Schönste. Oh Gott. Ich werde jetzt mal was... Ofi hier reingeschrieben hat, mal vorlesen. Das Thema Kinder war ja der größte Kritikpunkt am Anfang, weil er eine FKK-Knatterkommune mit nackten Kindern gründen wollte. Das hat Ofi reingeschrieben bei Gronkh. Ist so. Was wollte ich gerade sagen? Ah, genau, ich habe dir doch diesen Ausschnitt da geschickt. Da wurden wir auch gegrüßt. Weißt du noch, was ich meine? Die Leute kennen das vielleicht. Screenfire Germany ist auch so ein Kanal, wo über Gaming und sowas gemacht wird. Da war ein Livestream von der Xbox Developers Direct. Und mein Name auf YouTube ist halt Bewährungsversager. Das ist halt so. Und da habe ich reingeschrieben was. Und da wurde das direkt erkannt vom Andy. Den kennt ihr bestimmt von Games, war der früher bei Game mit Z hinten. Und ja, der hat dann den Namen Bewährungsversager witzig gefunden, hat direkt mal den Ofenkäse auch gegrüßt und hat dann auch ein bisschen was über den Rainer erzählt. Also ich hab nochmal was reingeschrieben und gesagt, ja komm, mach mal eine Reaction zur Kommune. Und er hat dann halt so kurz in seinen Worten gesagt, was er so vom Rainer hält. Und dass er das auch ziemlich ekelhaft findet. Also, gut. Das hat mich wieder gefreut. Ja, und es war auch witzig im Chat, weil der Ofi ist dann reingekommen und die Leute haben alle den Ofi erkannt. Hm. Und da, ja,
den kennt man halt mittlerweile. Ja, ist so, ist so. Ach, der Chat, das war richtig witzig. Knatterkommune macht mit nackten Kindern. Ups. Knatterkommune macht mit nackten Kindern Grünewolde. Verstehe ich absolut, weil das, glaube ich, schwierig ist, gerade wenn 6 Leute in einem Raum sind und da sollen auch Kinder übernachten. Kinder haben ein eigenes Zimmer. Mit gewollter Frau. Das ist, was ich so hasse, wenn er sagt, die haben dann ein eigenes. Das hat er nicht zu entscheiden. Ja, vor allem würde das ja dann auch heißen, die Kinder sind dann auch mit fremden Kindern die ganze Zeit irgendwie in einem anderen Raum. Genau, das kommt dazu. Es hat ja nicht jedes Kind so sein eigenes Zimmer. Das geht ja gar nicht bei so vielen Leuten. Ja, ach, das geht mir so. Überleg mal, sind 6 Erwachsene in einem Zimmer und hast 4 Kinder, sagen wir mal, und davon hat jedes sein eigenes Zimmer. Also die Logik von Rainer, das kann man nicht verstehen. Nee, das musst du gesehen oder gehört haben. Anders also ich versuche mir auch in meinem Kopf vorzustellen, was das für ein Haus sein muss. Mehrere 6 Zimmerbetten, also 6 Bettenzimmer so rum, ja? Und dann daneben irgendwie verteilt nochmal ein paar Kinderzimmer. Ja, und dann brauchst du eine relativ große Küche, du brauchst mehrere Badezimmer, Duschen und so weiter. Toiletten, das... Alter, was... Was soll das für ein Haus sein? Ja, richtig. Das ist der helle Wahnsinn. Nee. Rainer, hast du dir schon mal ausgedacht, wie groß dieses Haus sein soll? Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, kennst du die Serie, so eine Kinderserie von früher? Oggi und die Kakerlaken. Kennst du das? Nee. Okay, da ging es um so 3 Kakerlaken und 2 Katzen. Und die haben auch so ein extrem riesiges Haus gehabt mit zigtausend Zimmern und... Ja, von außen sah das ganz klein aus. Ich weiß nicht, wenn du das siehst, dann kennst du es bestimmt. Aber du bist ja auch schon ein wenig älter. Ja, ein wenig. Ja logisch. Steht aber alles drinnen. Sehr, schau dir doch das einfach mal an. Ich habe gelesen, das Thema Kinder ist vom Tisch. Gott sei Dank. Was ich geil finde. Nein, Rainer, er möchte jetzt darüber was sagen. Nicht deinen scheiß Blog durchlesen, du... Dummkopf. Ja. Hagel, dummer Knallkopf, ey. Dann brauchen wir uns damit auch gar nicht geht, umschlagen. Hat kein Sprachrecht bei Grom, aber Ofenkäse hat ein Sprachrecht bei ihm. Ofenkäse hat ein Sprachrecht beim Garten. Ey, Dicker, geh in den Chat. Dein Maul. Ja, geh in den Chat und schreib da was rein, wenn es dir nicht passt, ey. Vor allem bei Rainer hat keiner ein Sprachrohr, wie er so schön sagt, wenn er nicht dafür zahlt. Also genau. Soll er einfach mal sein dummes Maul halten. Lächerlich, Alter. Ich krieg da direkt eine Hasslatte jetzt gerade. Ohne Spaß. Ich nicht. Naja, Thema Verhütung aber wahrscheinlich wichtig. Es könnte eine Belästigung der Allgemeinheit sein, nach § 118 Ordnungswidrigkeitengesetz. Trump, einer der größten Streamer und YouTube. Rainer, hier steht was Wichtiges im Gesetz, was dich viel mehr interessieren sollte für deine Knatterkommune. Dass Gronkh jemand anders reinlässt und Vortritt gibt vor dir, das ist hier entscheidend. Halt doch mal dein hageldommes Maul und kümmere dich darum, was wichtig ist, wenn du sowas machen möchtest. Na, ohne Spaß. In Deutschland gibt aber einem Hater ein Sprachrecht, aber mir nicht. Die Gerichte sagen, wenn man sich in seinem eigenen Garten nackig zeigt. Du läufst nicht richtig. Das ist eigentlich kein Problem, denn dann stört man die anderen Menschen nicht so sehr, es sei denn, es kommt zur freien Liebe, also zu sexuellen Handlungen im Garten. Da muss man sagen, das könnte eine ungehörige Handlung sein und dann wäre das eine Ordnungswidrigkeit. So, und hier sagt auch der Solmecker es, freie Liebe ist halt nun mal Sex. Ja. Es ist so. Ja. Und das versteht Rainer bis heute nicht. Und da frage ich mich, warum kann dieser Vollhonk nicht einfach nur diese 2 Wörter bei Google eingeben oder noch Definition dahinter und zack, weißt du, was es bedeutet. Richtig. Er checkt es nicht. Nee, er denkt, so wie er denkt, ist richtig und alle anderen liegen falsch. So denkt er. Ja, und dann heißt es ja, glaub nicht alles, was im Internet steht. Ja, richtig. Das ist so ein... Also, ich hab so ein narzisstisches Fabi noch nie irgendwo erlebt. Alle anderen auf der Welt liegen falsch, nur ich nicht. Ich bin der Einzige, der alles kann und immer richtig. Boah, da kriege ich... Oh.
Es gibt's nicht, dass er das selber nicht versteht. Ja. Naja, möglicherweise, wenn da richtig hart Sex gemacht wird im Garten. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Straftat, 183a Strafgesetzbuch, Erregung öffentlichen Ärgernis. Ja klar, irgendwo stimmt schon. Es ist zwar auch ärgerlich, ne, wenn du in deinem Garten mit deinem Partner oder Partnerin nicht wild rumbomsen darfst. Ne? Ist schon irgendwo auch ein bisschen ärgerlich, klar, weil es ist ja dein Garten. Du hast da gefälligst zu tun, was du oder auch immer tun möchtest. Andererseits aber, wenn du jetzt Nachbarn hast, die auch im Garten sind und das mitkriegen, ist es schon ein wenig doof. Ja, das stimmt. Also ich verstehe da beide Seiten. Ne? Wenn die einen sagen, ja, und da musst du halt echt einen guten Mittelweg finden, ne? Wo die einen sagen, ja, ich will hier aber jetzt mit meinem Partner draußen im Garten knattern. Und wieso passt es meinem Nachbarn nicht? Doch kacke, ja, ich weiß, aber jetzt... Nachbarn betrachtet, der sagt, ja, wieso soll ich meine Nachbarn da jetzt wild rumknattern lassen? Ich möchte das nicht, das stört mich. Ist schon irgendwo so. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht, ja. Das Problem wird aber Rainer nie haben. Rainer nie, nein. Er, wenn er tatsächlich diese Kommune mal haben sollte, er die Leute in der Kommune. Er muss zugucken. Auf jeden Fall. Von weit weg. Von weit weg, ja. Also, du... Da kannst du nicht mehr. Ja, überleg mal, dann schleicht er sich da so ran und dann musst du mit so einem langen Stock so weg, Rainer. Ja, böser Rainer. Verschwinde hier. Aber das ist meine Kommune, ich darf hier rein. Pass mal auf, es kommt dann auch. Na. Die Häuser, die hier stehen, gehört mir. Alter, das kommt auch noch. Ja, genau, pass mal auf, wenn da jetzt wirklich Häuser bei jemandem drinstehen sollten und er ist wirklich da... Bürgermeister sozusagen. Ja? Der denkt, er darf überall rein, wo er hin möchte, weil er hier Bürgermeister und Boss ist. Da gibt's keine Privatsphäre vor ihm. Kannst du vergessen? Na, da gibt's keine abschließbaren Türen. Nein. Vor allem, doch abschließbar schon, aber Rainer hat für alle einen Schlüssel. Der kann nachts oder wann auch immer rein in dein Haus da drin, wann immer er möchte. Das muss man sich mal so vorstellen. Rainer, der die ganze Zeit da nackt rumläuft und das Einzige, was er hat, ist so ein Schlüssel um den Hals. Ja, richtig. Und jetzt schau dir das mal an. Guck dir mal Rainer jetzt an, direkt unter dem Hals, wie die Manboobs das T-Shirt nach unten ziehen. Wenn du das so siehst, ist so richtig, schaut richtig ekelhaft aus, ey. Also ja, das denke ich mir auch immer so bei diesen Streams. Also wenn er mal so sich zurechtsetzt, sage ich mal dazu, und er so ein bisschen weiter weg von der Kamera geht, dann siehst du einfach, dass der wieder so extrem zugenommen hat. Und ja. Es wundert mich halt echt nicht, wenn du den ganzen Tag im selben Zimmer hockst und du, ja, der hat keine Bewegung, nichts. Nein. Nichts, er wird einfach nur fetter und fetter. Ja. Und es ist wunderschön. Ja, natürlich. Viele sagen, er soll abnehmen. Nein, ich will gar nicht, dass er abnimmt, weil umso mehr Gewicht er verliert, desto gefährlicher wird er. Ja, das. Ja, der Meinung bin ich auch. Also, sagen auch viele, die machen so Spaß. Ich kann da halt keinen Spaß. Ich verstehe das schon, aber ich kann da halt keinen Spaß drüber machen über Messerwurf. Jetzt stell dir mal vor, der Mann würde wirklich Messerwurf können. Ich bin der Meinung, es gäbe mindestens schon schwer Verletzte, wenn nicht schlimmer. Ja, der Meinung bin ich auch. Also. Und ich habe. Das sind auch ganz. Ja. Und ich habe mal den lieben Ganni gefragt, ob sowas tatsächlich gibt, weil er sich halt mit sowas auskennt. Der hat zu mir tatsächlich gesagt, ja, das gibt's. Und seitdem er mir das gesagt hat, bin ich höllisch froh, dass das von ihm nur ein dummes Märchen ist. Ja, also was ich dir sagen kann, was ich schon sehr, sehr, wie drücke ich das am besten aus, was sehr unangenehm war, war damals dieser Stream mit dieser Bianca. Oh ja. Wie er sich da so an sie rangemacht hat. Und jetzt stelle ich mir so vor, wie ist Rainer, wenn er eine Frau daheim hat, wo besoffen ist und die Kamera ist aus. Alter, nee. Also wirklich, das war wirklich unangenehm. Ja. So sowas anzugucken. Ich habe mich da, und du kannst mir glauben, ich habe mich da bei dem Video mehr fremd geschämt als im kleinen Masturbatorium.
Na, das ist krank gewesen einfach. Also, weil das kleine Masturbatorium, man kann es eklig finden, wie man will, aber das hat in dem Fall nur ihn betroffen und nicht andere. Na, das stimmt. Ja, Rainer ist wirklich so am ekelhaftesten, wenn noch andere Leute dabei sind. Ja. Sei es sowas wie, Alter, der hat eine Axt auf Menschen geworfen. Allein für sowas hätte er schon in den Knast sollen. Mhm. Also, oder ja, da, Stein, dass es irgendwie einen Splitterbruch gab am Arm. Also, der hat Leute nicht nur leicht verletzt. Also, zwar immer nur so aus Glück. Ja. Und nicht, weil er so ein krasser Kampfkünstler ist, wie er immer behauptet. Also, Rainer hat bisher immer nur Menschen mit Waffen verletzt. So könnte man es eigentlich sagen. Richtig. Mit der Taschenlampe, mit einem Stein, mit Gläsern, mit was weiß ich. Und am meisten verletzt hat er sich selber, weil er halt durch seinen Stacheldraht gegriffen hat. Was ich immer noch nicht verstehe, wo er damals irgendwie an den Unterarmen, also ja, an den Unterarmen riesige blaue Flecken hatte. Wo die herkommen, wo er da wieder durchgegriffen hat, weil da schlägt kein Mensch hin bei einer Schlägerei. Wer schlägt denn auf den die untere Seite vom Oberarm? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ach komm, das kannst du vergessen. Alles Trizeps, sage ich jetzt mal dazu. Alles erstunken und erlogen. Ey. Wer weiß, wo er die sich jemals geholt hat. Wahrscheinlich am Stacheldrahtzaun oder so. Ja, weil das waren so richtig blaue Flecken. Also was der da gemacht hat, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Kann es dir nicht sagen. Wird er auch niemals sagen, beziehungsweise glaube ich, er weiß es selber nicht mehr. Ja, das stimmt. Das ist ein einziges Mal. Das ist das letzte Mal. Das habe ich schon ein paar Mal versucht. Du hast dich jahrelang geweigert. Es gibt jetzt einmal die Möglichkeit, Grundstück ziehen oder ohne jetzt arrogant rüberkommen zu wollen, denn ich bin alles andere als arrogant, auch wenn es irgendwie bereit für Geld. Ich bin alles andere als arrogant. In letzter Zeit, also Rainer gibt den Leuten oft irgendwie eine letzte Chance. Also dem Ofi, dem Gronk, also ja, du, wie viele letzte Chancen gibt es eigentlich? Ich habe keine Ahnung, irgendwie viele. Ja, sehr viele. Ich gebe dir jetzt ein einziges Mal die Chance, dich mit mir auseinanderzusetzen, mit mir zu reden. Ob wir es privat machen oder nicht, ob wir es öffentlich machen oder nicht, ist mir scheißegal. Wie wir privat lieben, weil das geht die Leute nichts an. Darf das Ganze wahrscheinlich nicht öffentlich machen. Mit dir will er aber nicht reden. Und ich bin froh, dass er mit dir nicht reden will. Weil du könntest ihm Gott und die Welt zusammenreden. Das stimmt auch. Und ich glaube, ich sag voll oft, das stimmt auch. Das kotzt die Leute vielleicht schon an. Die sind nicht so schnell sind die nicht angewiesen. Und wir hatten in den letzten Videos sehr viel Lob abbekommen. Ja, das stimmt. Da ist schon wieder. Fuck. Ja, aber du musst es zustimmen, weil es die Wahrheit ist. Ja, richtig. Ich finde es auch witzig, wie Gronkh in seinen Streams jetzt immer wieder so Anspielungen macht und trotzdem Rainer ignoriert. Also, ja. Der wird wahrscheinlich zig Nachrichten von Rainer schon bekommen haben, aber er macht immer wieder so kleine Sticheleien und ich feiere das gerade übel. Ja, ich habe heute... Gronkh hat mich vorher gar nicht interessiert, weil ich keine so Let's Player großartig schaue. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde den echt durch die Bank weg sympathisch. Du, ich gucke Gronkh schon länger als Rainer. Gronkh macht Videos seit ungefähr 2011. Deswegen nennt er auch gerne so. Er hat mit 2011 angefangen. Am 11.11., ja, an dem Tag, wo Skyrim damals rauskam. Ja, ja. Das war auch, wie gesagt, das Jahr, wo Gronkh auch angefangen hat mit seinen Let's Plays. Ja, mit Minecraft, glaube ich, oder? Ich weiß nicht mehr genau, mit was er angefangen hat. Was ich aber weiß, dass er mit Sarazar angefangen hat damals. Okay. Naja. Ja, es ist sehr lange her. Es ist sehr lange her. Kann man nicht mehr alles wissen. Na, schon. 2011, Alter. Ja, 2011. Ja. Das weiß ich, weil ich selber mal bei ihm, da habe ich noch nicht Videos oder so gemacht, da war ich mal bei ihm im Chat, auch im Stream auf Twitch und habe ihn gefragt und er hat mir dann tatsächlich auch gesagt, er hat meine Frage gelesen und hat auch tatsächlich gesagt, er hat 2011 angefangen. Okay.
Gut, 2011, ey, da war ich glaube in der 9. Klasse oder so. Ja. Oder 10., keine Ahnung. Ist schon eine Weile her. Ist sehr lange her. Mittlerweile sind ja die meisten Let's Player, die das gemacht haben, tot, weil es halt leider am Aussterben ist. Ich habe es gerne geguckt und guck's auch nach wie vor. Ja, ich schaue mir, wenn mal irgendwie so ein neues Videospiel oder so rauskommt. Oder ja, irgend so ältere Horrorspiele. Sowas schaue ich mir schon dann mal an. Zum Beispiel Bruga, kennst du vielleicht auch? Ja, ja, kenne ich auch. Also bei dem habe ich zum Beispiel so Dino Crisis oder Resident Evil und sowas geschaut, gerne. Ja, also, dann schaue ich mir schon mal so Let's Plays an. Aber keine so kompletten Walkthroughs oder so. Sowas nicht. Okay. Aber sowas kann man sich schon angucken, wenn man noch nicht sicher ist, ob man irgendwie ein Spiel holen will. Du, das war für viele Entscheidungen, was ich mir ein Spiel kaufe, war so ein Let's Play sehr gut für mich. Richtig. Und ja, dadurch habe ich mir auch schon so ein paar Fehlkäufe erspart, wo ich erst auf so ein Spiel wegen dem Trailer und so weiter gehypt war. Ja. Dann gucke ich mir das Gameplay an oder so das Let's Play und dann dachte ich mir, Alter, was ist das für eine Scheiße? Richtig. Und dann habe ich es gelassen. Ne? Also Rainer, der kauft sich Spiele ja auch und spielt sie dann nicht. Oder checkt's nicht. Zum Beispiel Sekiro. Oder Elden Ring. Also ich glaube, das sind so Spiele, die sind viel zu schwer. Ja, die sind einfach zu schwer für den. Ja, das meiste ist zu schwer. Das haben wir ja deutlich am Sekiro gesehen. Na, okay, Sekiro ist ein extrem geiles Spiel, finde ich. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich mal gucken. Kann ich dir empfehlen. Man muss halt, ja, parieren und blocken. Oder besser gesagt, parieren. Da ist halt nichts mit, wie bei so anderen Souls-Spielen, dass du halt so langsam um den Gegner, ja, du läufst immer wieder zum Gegner hin, schlägst 2-3 Mal drauf und gehst wieder weg. Okay. Nee, du musst wirklich so in den Kampf reingehen, kontern, 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 parieren und dann geht's auch. Aber okay. Das checkt Rainer halt nicht. Ja, wenn, checken viele nicht. Ja, ich bin lieber am Kontern als am Ausweichen zum Beispiel, weil Kontern einfach bei den meisten Spielen mehr belohnt wird als Ausweichen. Ausweichen kostet meist Ausdauer. Irgendwann kannst du nicht mehr ausweichen, dann kriegst du eine geballert. Genau, du musst so im richtigen Moment parieren, dann füllt sich da so eine Leiste und wenn die voll ist, dann kannst du so einen, ja, ich sag mal, finalen Schlag setzen und der zieht dann halt den kompletten Lebensbalken, sage ich mal, ab. Und es bringt nichts, hinzugehen, einen Schlag zu machen und wegzulaufen. Hinzugehen, einen Schlag machen und weglaufen. Das bringt halt in dem Spiel nichts. Okay. Du musst aggressiv reinballern. Aber sozusagen. Ich wollte es mir die ganze Zeit schon holen, aber ich muss leider sagen, aktuell kostet das Game 60 Euro. Nee, sogar auf MMOGA ist sogar da ist es sehr kostspielig immer. Ja, du musst leider immer noch sehr tief in die Tasche greifen. Okay, weil ich hab's halt auf der Xbox und glaub, da kriegst du mittlerweile, ja, wenn du gebraucht kaufst, dann kriegst du bestimmt schon für 20, 25 Euro. Ja, ja, da schon, ja, da dann schon gebraucht bestimmt. Ich zock halt am PC gar nicht, ich hab nur ein MacBook und okay. Ja, ich zock eher auf PlayStation und Xbox halt. Oder ja, Switch auch, hab alle drei hier stehen. Okay. Schau an. Konsolenzocker ist es. Der Bewertung. Ja. Jetzt wissen wir Bescheid, Leute. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja. Nach deutschem Recht. Wir müssen dann ein bisschen Schlampe schmeißen. Das sind zwei erwachsene Leute. Einfach. Und man weiß, können wir uns mal in Ruhe zusammensetzen und mal uns über das Thema unterhalten. Ist überhaupt kein Ding. Auch aber sich mit dir unterhalten ist überhaupt kein Ding. Wenn mir irgendwas einfällt, was schwierig ist, dann ist es mit dir, sich zu unterhalten. Und Rainer sagt gerade, sie sind zwei erwachsene Leute. Also ich sehe nur Rainer einen. Rainer ist zwar zwei Leute, aber erwachsen nicht. Ja. Das sicherlich nicht. Er ist mehr als zwei Leute. Also wenn man es genau nimmt. Sieben Ärsche hat er. Ja? Sieben Ärsche hat er, das wissen wir mittlerweile. Und wie die an dem Stuhl hier runterhängen müssen, diese sieben Ärsche. Oh mein Gott, ich will es nicht sehen. Ist mit dem ja, der Gaming-Stuhl damals. Wie der sich da drauf geschmissen hat, ey, das
Ist ja kein Wunder, dass das Ding kaputt gegangen ist. Ja, mehrere Male. Er hat ja auch gesagt, in seinem Auto vom, ja, im Rudi A4 ist auch der Fahrersitz kaputt gegangen. Ja. An was das wohl lag, Rainer? Und, ach, da gibt's so viel. Ja, da hat er ja gesagt, das Auto hat er gerade mal 2-3 Jahre gehabt und dann war der Fahrersitz kaputt. Ja, das Auto war ja aber nicht 2-3 Jahre alt. Das ist so geistig komplett im Eimer. Also, es macht geistig gar keinen Sinn, was der labert. Kernbehindert ist er. Auch über mich so eine Schwachsinn wenn zu verzapfen. Vor allem, wenn du einen Ofenkäse in deinem Chat duldest und alles aus dem Thema. Rainer, wen er in seinem Chat duldet, geht immer noch nur ihn was an und nicht dich. Das ist wie wenn man zu dir sagen würde, ey, lass mal den und den in deinen Chat. Das sagst du auch. Ey, wen ich in meinen Chat lasse, geht dich an Scheißdreck an. Na, oder ist Privatsache, wen ich in meinen Chat lasse. Komm. Rainer kommt irgendwo im Chat von meinen Leuten. Werden, aber vielleicht will der eine oder andere ja tatsächlich kein Mitglied werden. Dass ich versuche, dir da gerade zu erklären, was Sache ist. Dann wäre es schon schön, wenn du mir mal auch zuhören würdest. Ja, Moment, Herr Solmecke. 2-3 Leute müssen aber noch arbeiten. Die müssen die 24 versorgen. Das ist kein Erdinger-Oder-Argument. Ja, das hat er recht. 2-3 Leute müssen die 24 versorgen, ja? Ja? Und dann darfst du nicht vergessen, sich selbst auch noch. Ja, natürlich. Also allein die Rechnung, das geht halt alles absolut nicht auf. Du kannst ja irgendwie, Rainer, ich glaube, er versteht nicht, würde er wirklich in so einer Kommune wohnen oder leben? Da ist es, und man versorgt sich wirklich alles selber und so, dann ist es nicht so, dass man, ja, immer so die neuesten PCs hat, die neuesten Videospiele. Für so einen Scheiß hat man dann kein Geld. Also im Normalfall, denke ich mal. Richtig. Weißt du, da lebt man, sage ich mal, ein einfaches Leben. So ein chilliges Leben, so wie früher. Also man versorgt sich selber mit Lebensmitteln, mit Getreide, Gemüse, Fleisch und so weiter. Das hab macht ich alles selber. Ja, also, das habe ich ja ganz vergessen. Da kommt ja nicht nur das dazu. Er muss ja anfangen, bevor er sich überhaupt so ein Grundstück holt, muss er ja auch darauf achten, ob er da schon Strom und Wasser und auch Internet und sowas mit haben kann. Weil der muss ja da die Leitungen überprüfen. Wenn da keine Leitungen liegen, kann er das sowieso komplett vergessen. Außer er möchte leben wie im Mittelalter. Dann geht's. Ja, aber das will er ja nicht, weil er sagt ja, er würde seinen Job in ganz, ganz, ganz großen Anführungszeichen weitermachen. Ja, dann braucht er Grundstück, wo bereits Leitungen liegen. Oder muss noch welche vorher hin basteln lassen. Was wieder Geld kostet. Herrlich. Hier und redet hier und schaut sich das also ich finde, man sollte wobei auch ich sagen muss, dieses Mal dieser Stelle braucht es nicht so viel für das Video. Dürfen und dass er mich zurückkommen hat lassen und mich auch danach gefragt finde ich hat. Sehr und legitim. Das Video war ja auch er soll gut. Wie ist es denn da? Mit ein, zwei Ausnahmen. Die WBS-Kommune besuchen. Aber das ganz konkret rechts nochmal als Fachangestellte, entweder in Köln oder remote. Ich gebe die Gelegenheit, dass wir mal uns darüber unterhalten, ob privat oder also unter zwei. Dicker, das hast du schon gesagt. Jetzt zum dritten, vierten, 25. Mal, glaube ich, jetzt hier. Und vor allem, er sagt ja, er gibt ihm jetzt die Gelegenheit. Das kannst, wenn jetzt Gronkh sich in 2 Wochen melden würde, Rainer würde direkt ankommen wie so ein Hund. Ja, richtig. Und wenn er sich in 2 Monaten meldet, auch. Ja. Der sagt die ganze Zeit, ich gebe dir jetzt die Gelegenheit. Ja, ja. Wie in so einem Gewinnspiel im Fernsehen. Melden Sie sich jetzt. Ja, du musst jetzt, nur jetzt. Rainer, wenn Gronkh dir nur ein Smiley schreiben würde auf irgendeiner Plattform, du wärst sofort da. Der würde sofort auslaufen, würde der, sofort. Ja, danke, Alter, du Drecksack. Jetzt habe ich so ein ekliges Bild, ja. Ja, willst du es abstreiten? Liege ich falsch? Liege ich falsch? Oh, die Männerklit. Oh Gott. Oder wie ich es auch gerne nenne, totes Wasser.
Igitt. oder im Internet und in der Öffentlichkeit mir scheißegal. Aber du gibst einem Hater sogar noch wortwörtlich auf den Käse und weißt du anscheinend auch, dass es ein Hater ist, gibst du ein Wort an ihn nicht, um den es geht. Oh, das war mal Ansage jetzt. Wir hatten ja gerade das Thema Kinder. Nicht ganz unkompliziert dieses Thema Kinder. Rainer hat es hier mit drin in seinem Manifest Kinder in der Kommune. Ach, das war so schön. Jetzt macht er wieder die Drachenchronik auf. Ach, ist das herrlich. Und Rainer sieht's. Wunderschöne Seite. Also, was, wenn ihr mal Zeit habt, oder du auch, schaut ihr mal so, bei Medien kann man ja auf Bilder gehen, oder allgemein auf Bilder, und dann so auf die letzte Seite. Und da sind so die ganzen Anfänge, so uralter Scheiß ist da drin. Das ist so interessant. Das sind, glaube ich, um die 60 Seiten dürften das mittlerweile sein. Da ist alles drin. Alles. Es ist so geil. Uralte Bilder, dann so Sachen von der Schanze, von irgendwelchen Festivals, von irgendwelchen Schulsachen von Rainer. Also es ist wirklich interessant. Ja. Was es da alles gibt. Ich finde die Seite wunderbar. Ehre geht raus an die Erfinder und Ersteller. Ja. Und ja, wenn die mal nicht mehr sind, dann hat ja Rainer ausgesorgt, weil er kriegt ja dann 100.000 Euro von denen. Ja, von uns allen. Von uns allen. Ja. Ich verstehe gar nicht, wie er meint, er hat bald für sein Leben ausgesorgt mit 100.000 Euro. Also die letzten 100.000 Euro haben nicht lange gehalten. Ja, vor allem, wer hat mit 100.000 Euro für sein Leben schon ausgesorgt? Ich wüsste in unserem Land keinen. Nee, absolut nicht. Ich dachte, Thema ist vom Tisch. Thema ist vom Tisch. Ja, bevor Sie die Gemüter erhitzen, das Thema ist vom Tisch. Boah, sein Gesicht, guck dir das Gesicht an. Na, das ist so ein wunderschöner Kontrast. Jetzt schaust du Gronkh an und dann schaust du ihn an. Ja, ja. Herrlich. Er ist die blühende Freude, wenn du mich fragst. Die blühende Freude. Ja. Das Thema ist vom Tisch, weil die Leute sind Schwachsinn verzockt haben. Und mir ist da halt gar nicht darum ging was damals. Was ist mit Kindern und Jugendlichen? Ich, das Thema ich weiß nicht genau, wie die Regeln aufgeregt haben. Hab ich habe versucht, es mal zu klären. Und dann, weil es mich zu sehr aufgeregt hat, habe ich es einfach komplett rausgenommen. Ach so, okay. Also Rainer hat das Thema Kinder nur rausgenommen, weil es ihn aufgeregt hat. Genau, weil ihn so viele darauf angesprochen und sich beschwert hatten, dass er die Nase voll davon hat jetzt. Genau, ja, deswegen. Das finde ich auch sehr, sehr bedenklich. Ja, es ist sehr bedenklich, natürlich. Weil eigentlich wäre es ihm ja schon dann logischerweise viel lieber, wenn dort nackte Kinder rumlaufen. Weißt du, wie ich das sehe? Ähnlich wie mit der Katze mit dem marinierten Fleisch. Weil ich denke, er hat es nur jetzt rausgenommen, damit keiner mehr drüber redet. Aber in Wahrheit denkt er sich, und jetzt hast recht. Ja, schon. Also das mit der Katze, das ist auch so das allerletzte gewesen von dem. Also... Nee, bei Tiere und Kinder, wirklich, da hört's auf. Nee, bei mir hört's bei allen auf. Viele sagen ja immer, dass er sich vor einem Kind ausgezogen hat, ne? Das im Auto saß. Ich find's aber genauso schlimm, dass er sich vor dem armen Mann, der da draußen stand, sich das auch angucken musste. Das ist doch genauso scheiße. Ja, das ist ja theoretisch. Ja, das ist theoretisch ja eigentlich sexuelle Belästigung, oder? Ja, nicht nur theoretisch, es ist. Ist es ja. Auch wenn man wahrscheinlich nichts gesehen hat. Ja, natürlich. Er hat sich entblößt. Das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses, ist das. Dafür hätte er auch eine Anzeige gekriegt. Aber nee, war jemand mal wieder zu nett. Also hätte er sowas gemacht, keine Ahnung. Weil es müsste ja davon auch einen Beweis geben, weil da lief ja safe Rainers Überwachungskamera. Ja. Und ich glaube, da hätte man bestimmt auch irgendwie was erkennen können. Richtig. Ach, Ameisen 23 haben wir auf der Gamescom getroffen. Also er war wirklich da, hat mir auch bewiesen, dass es war. War sehr schön, war ein sehr schöner Moment, hat mich sehr gefreut. Klonter 77 kommt mir so bekannt vor, du hast mal ein Hate-Video gegen mich gemacht, ich erinnere mich dort dran. Ja, Klonter kommt auch bei Ihnen zu Wort. Paar Jahre her. Elefantenkopf. Cool. Klonter kommt auch bei Ihnen zu Wort. Nun. Also haben wir jetzt schon zwei Hate-Abschnitte. Aber siehst, Gronkh kann sowas mit Humor nehmen, ne? Würde Rainer niemals schaffen. Niemals. Sieht man hier eigentlich, was Klonter gesagt hat? Oder?
Ich habe es leider nicht. Ich erkenne das so schlecht. Ich habe es, nee, noch nicht. Vielleicht kommt noch was, aber jetzt gerade nicht. Der Jugend, da wurde nicht drüber geredet, aber auch Kinder, Jugendliche dürfen ganz normal beim FKK dabei sein. Letztlich ist das für ein Kind, gerade wenn es damit aufwächst, ja nichts Ungewöhnliches. So. Oh, das ist sehr erwachsen, was gerade Rainer da jetzt macht. Dieser Slow Clap, das ist, weißt du, das ist fast so schlimm wie, kennst du die, ja, kennst bestimmt, die Drache Comments Videos, Drache kommentiert. Wenn er irgendwas vorliest und dann in die Kamera guckt und so mit den, ja, mit den Augen klimpert, mit den Wimpern. Ja, ich weiß, Wimpern. Was du meinst. Mit den Augenlidern so zwinkert so. Alter, da könnte ich ihm auch so ins Gesicht schlagen. Ja, ach, das ist nicht mehr. Ach komm, so scheiße, echt. Also sieht man hier, was die freie Liebe angeht, brauche ich mich nicht äußern, denke ich. Kinder werden davon ferngehalten. Punkt. Also eine ganz klare Kante, sollte da was passieren. Ich finde die klare Kante gut. Thema ist eh vom Tisch. Ich finde die klare Kante gut. Es gab von Anfang an eine klare Kante zum Thema Kinder. Räumen. Nein. Ein Scheiß gab es von Anfang an. Gab es nicht. Ja, eine klare Kante. Ja, in dem Fall halt, weil du Kinder mit drin haben wolltest. Und am Anfang war das für dich auch in Ordnung. Und dann, nee, dann nicht. Und dann, ach, eine klare Kante. Genau, ja. Weil er sagt, er hat ja gesagt, ja, Kinder sind ja auch so am, er hat selber schon Erfahrungen damit gemacht. Und wenn man davon ausgeht, dass immer Rainers Erfahrungen normal sind, also dann wäre die Welt am Ende. Also ja. Rainer hält ja auch andere Sachen für völlig normal, weil es im Tierreich so ist. Also, ja. Ich will jetzt das Wort nicht sagen, aber ich du auch weißt, nicht. Was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil das ist ein ekliges Wort. Ja, ist ein wirklich ekelhaftes Wort. Tiere, ja, wir sind halt keine Tiere. Richtig. Mit 6 Personen ist es, glaube ich, schwierig. Das ist, Boah, Alter, ohne Scheiß, denkst du, die Kinder schlafen im gleichen Raum wie die Eltern? In der Idealvorstellung, ja. Rainer, wie kann man so dumm sein und jemand anderen vorzuschreiben, welche Zimmer er nehmen soll? Wie kann man so dumm sein? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, sowas mit Kindern zu gründen? Ja. Oder dieses FKK, dass das halt so ein Zwang ist. Gründ doch erstmal eine Kommune oder sonst irgendwas. Aber von vornherein sagen, ja, da wird halt jeder bumst jeden und man muss die ganze Zeit nackt rumlaufen. Das schreckt doch so viele Leute ab. Ja. Aber so dicht besiedelt ist es, glaube ich, sehr wahrscheinlich, dass es da Schnittmengen geben würde. Schlafen doch bei dir daheim, schlafen doch deine Kinder auch nicht in deinem Zimmer, oder? Dass da vielleicht mal irgendwie die Tür aufgeschmissen wird oder bla bla bla. Oder dass vielleicht die Wand auch nicht unbedingt sehr dicht ist und dann der Schall einfach rüberkommt und so weiter. Gibt tausend Sachen. Ja, es gibt tausend Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Genau. Ich glaube, es ist schwierig, so das auseinander zu dividieren. Der Fettfilter versagt wieder. Viel interessanter fand ich gerade den Bommel, den er da oben auf dem Kopf hat. Ey, Junge, das ist so... Den hat er sich ja aus Wut schon weggeschnitten. Ja. Oh, Wutschneidende. Wutschneidende. Immer für einen sehr intelligenten Menschen gehalten. Und dann bringt er solche Sprüche. Selbstverständlich, Polizei informiert die Personenbehörden. Ja, wir wissen alle, Dicker, du bist der Einzige, der hier intelligent ist. Wissen wir. Oh Gott. Noch kurz, das ist das Schlimmste mit, was ich finde an Rainer. Erstens mal der Jura-Lord, ich finde ihn wirklich übermaßen schlimm. Und dann auch noch der alle für dumm hält, nur sich selbst nicht. Ja, das ist der Schlimmste. Dieser Narzisstenlord einfach, dieses... Ja. Ah, das, wie gern ich mal mit dem richtig reden würde. Also, aber so, dass er nur zuhören muss erstmal. Ja. Und danach kann er reden. Aber er muss erstmal zuhören. Ach, das wäre ja mal schön. Naja. Ob man ihm dann irgendwie was beibringen kann. Nee. Mit vernünftigen Argumenten. Weißt, wenn er so sein Maul halten muss und du zeigst ihm dann zum Beispiel,
Rainer, guck mal, du schaust jetzt auf diesen Bildschirm. Ich gebe da jetzt bei Google ein, freie Liebe. Und dann lesen wir gemeinsam die Definition davon. Weißt du, ob der das dann schnallen würde oder ob in seinem Ogerschädel wieder alle Sicherungen durchbrennen und er einfach nur sagt, nee, das ist nicht so und bla bla bla. Weißt du, so. Nee, da würde aber mit Sicherheit kommen, sage ich dir, ich habe mich da schon eingelesen und so wie es da steht, ist das ja definitiv falsch. Ja, nicht alles glauben, was da steht. Das sage ich dir, das würde kommen. Ja, so könnte ich es mir auch vorstellen. Deswegen, diese Discord-Leaks, die neuen, oder auch die Bärchen-Leaks und so weiter, das sind alles Dinge, wo ich mich frage, was wollt ihr denn noch aus ihm rausfinden? Es wird nichts mehr Neues kommen, was diese Sachen angeht. Na. Da kam alles schon, da wissen wir schon alles. Da kommt nichts mehr. Also nichts mehr Neues. Natürlich wird noch der ein oder andere Ausflipper auf irgendeinem Discord-Leak wahrscheinlich schon kommen, den ich mir wahrscheinlich auch reinziehe. Aber Neues wirst du nicht mehr finden. Neues wird es nicht mehr geben. Es kam, glaube ich, schon lange keine Discord-Leaks mehr, oder? Ja, doch, hin und wieder schon. Er ist ja fast jeden Tag wieder im Discord. Also ich denke schon, dass da das ein oder andere kommen könnte. Könnte, okay. So, können wir kurz 2-3 Minuten Pause machen? Ich muss so dringend pissen. Wir können. Und Pause ab jetzt. So, Leute, Pinkelpause vorbei. Wir können weitermachen im Text hier, Leute. Den man über mich so einen Scheiß ja, auf Lebenszeit von der Kommune ausgeschlossen. Das sollte sich von selbst verstehen. Ja, außerdem, also da sehen wir sozusagen, dass er... Was die Arbeiten auf dem Hof angehen, sollten die Kinder hier und damit anpacken, je nach Alter und Möglichkeiten. Das ist auch was ich gesagt habe. Eine Kinderarbeit. Schön. Wunderschön gemacht, Rainer. Perfekt. Und er selber aber nicht. Ja, genau. Weil er macht ja seinen Job weiter. Ja, er also macht seinen Job. Also körperliche Arbeit gibt es nicht für ihn. Nö, er hockt nur weiter da und schaut faul in die Kamera. So kann man sehen. Und ab und zu bringt ein nacktes Kind ihm eine Cola. Ja. Ja, und das Fressen muss immer auch natürlich gebracht werden, verstehst? Gebracht. Ja, natürlich. Mann, oh, ey. Na, dann Möglichkeiten. Vielleicht einen kleinen Nike-Sweatshop einrichten oder so. Eventuell. Beschäftigt, da gibt es keinen auf den Sack. Jahre, und da kann man da drüber auch ein bisschen rumschängeln. Garten, und dann kriegen die Kinder nichts. Im Garten zum Verschönern. Garten zum Verschönern. Das kannst du dir nicht ausdenken, dass der hier wiederbringt. Er hat mit 4 schon geholfen. Halt dein Maul, Alter. Das heißt doch. Der hat vielleicht die Bären irgendwo gefressen, Alter, wo seine Oma gepflückt hat. Aber der hat doch nichts geholfen. Ach Quatsch, hat der irgendwas geholfen? Am Arsch, Alter. Hüken drücken, ne? Der hat keinen Finger krumm gemacht. Obwohl die schon krumm sind. Aber krumm gemacht trotzdem nicht. Ich frag mich auch, von was die Finger immer schmutzig sind. Ach. Vielleicht hat er sich dann mit dem Arsch gepopelt. Keine Ahnung. Ja. Alter, war im Wald. Ja, das ist eine Win-Win-Situation. Auf der Wiese beim Heumachen. Also, Problem gelöst. Ich habe aber nicht machen müssen. Ich habe aber nicht buckeln müssen für die Arbeit, sondern ich habe einfach auch nicht gewusst. Punkt. Das war damit gemeint. Das war damit gemeint, dass die Kinder zu Tode arbeiten müssen. Das ist voller Schwachsinn. Kinder, aber das ist das Sinnvoll, dass die Kinder auch was lernen. Das war ja eine Frage. Geht das überhaupt? Ja, ich ja auch. Das hast du zu entscheiden. Das hat er zu entscheiden mit den Kindern von anderen. Das kann man sich nicht ausdenken. Hast du gerade gehört, was er gesagt hat? Er hat ja, dass die Kinder was lernen. Er ja auch. Ja, er hat was gelernt. Ja, das habe ich auch gehört. Er hat was gelernt. Ja. Er kann nichts. Nichts. Der kann einfach nichts. Selbst das, was er sagt, was er seit 9 oder 10 Jahren macht mit seinem YouTube-Zeug und seinem Internet-Zeug da, wo er immer sagt. Nicht einmal das kann er richtig. Wir Dullis können das besser. Ja. Oder im Schanzenwatch war so ein Bild, wo Rainer sich auch wieder selber verraten hat. Er hat gesagt, er benutzt ja nie dieses Chat-GPT. Und oben in seiner Leiste ist es aber verlinkt. Ja, das, ey, komm. Also hat er es schon mal benutzt. Ja, ach, Rainer. Ich
weiß auch nicht, was Selbstversorgung macht. Artikel 6 unseres Grundgesetzes, den möchte ich euch hier zeigen, in Absatz 2 steht, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Was woanders die Eltern passiert, sagen, ist gut nicht ist richtig. Kinder, wenn die bitte sagen, beim Video. Ja, ich frage mich aber danke gerade. Danke an Elflin. Ich weiß halt nicht, ob das auch durchdacht war oder ob das auch wieder vom Tisch ist, das weiß ich nicht. Aber angenommen, du hast eine Kommune und das ist ja, da soll ja jeder mit jedem, ne? Also das soll ja kreuz und quer gehen. Angenommen, jemand wird schwanger, weiß man denn dann, wer der Vater ist? Oder wie ermittelt man das denn, wenn ich da vorher alles kreuz und quer geht? Das ist ein Dankeschön, Eisweg. So weit sind wir doch gar nicht. Wir sind noch nicht mal bei der Gründung testen. Der Kommune. Ja, ja, da müsste man quasi bei jeder Schwangerschaft immer das ja, ja, klar kann man das noch. Ja, Reiter, wenn du sowas in die Welten reinstellst, dann natürlich befassen sich die Leute mit allem, was so passieren kann. Das ist halt nun mal das Ding von einem Menschen, die machen das halt so. Und wenn du nur die Hälfte, nicht mal die Hälfte, in so einen kacken Block reinschreibst, natürlich sind dann noch nicht mal die Hälfte an Fragen beantwortet. Vor allem nicht, wo? Genau, die wichtigste Frage von allen. Ja, wo? Weißt du, ihr könnt ja auch einfach so ein Video machen, wo er die Fragen vorliest und sie beantwortet. Ja. Dann würde sich auch diesen ganzen Scheiß mit alles da schreiben und so weiter ersparen. Einfach so die wichtigsten Fragen. Natürlich, ich bin mir sicher, viele Fragen werden doppelt und dreifach gestellt. Das ist ja völlig normal. Aber so die wichtigsten Fragen einfach in einem Video vernünftig sagen und beantworten. Aber er hat sich ja mit noch kaum was vernünftig beschäftigt. Also die Antworten werden vermutlich immer sein, ja, das müssen wir noch gucken. Oder ja, da habe ich mich noch nicht informiert. Und das ist dann halt einfach dumm. Richtig. Dann wieso, das war einfach, muss man so sagen, der falsche Zeitpunkt, diese Idee zu veröffentlichen. Da hätte vorher sehr viel mehr geklärt werden müssen, um das überhaupt öffentlich zu machen. Aber das spielt keine Rolle. Wir wissen eh alle, dass es erstens dazu nicht kommt. Zweitens, du damit eher sowas wie eine Wishlist haben wolltest, weil du dadurch wieder Kohlen kriegst. Und Nummer drei ist, du wolltest mal wieder ein wenig Leben ins Game bringen. Na, natürlich. Jetzt muss man sich mal vorstellen, diese Kommune kommt wirklich zustande und man hat da einen bestimmten Geldbetrag so zur Verfügung und dann irgendwas geht kaputt und es wird, was weiß ich, 500 Euro benötigt, um, sag mal, einen neuen Trockner zu kaufen oder eine neue Waschmaschine oder sonst irgendwas. Und im selben Monat erscheint die neue Nintendo-Konsole. Was wird wohl, wenn es nach Rainer geht, angeschafft? Die Konsole. Ja, natürlich. Und dann ist die Kohle weg. Und alle fragen sich, wo ist das Geld hin? Ja, das wäre wahrscheinlich so Rainers Priorität. Und dann heißt es von Rainer, ja, ich musste die kaufen. Ich muss ja damit Geld machen, damit ihr alle ernährt werden könnt. Aber ich muss ja das Geld machen. Oh. Sagt er bestimmt, ja, das ist eine Investition. Ja, Investition in die Zukunft. Ja. Und bei seinem Gaming wissen wir ja alle, wie beliebt es ist. Ja, das ist wirklich schlimm. Also der macht das seit 10 Jahren und also macht er ja wirklich Gaming. Es war ja mit eins seiner ersten Videos so. Diese Let's Plays und so Zeugs. Ja, Breath of the Wind. Hm. Ja, wer wird es vergessen? Niemand. Ja, und erfolgreich war damit eigentlich noch nie. Wirklich. Nein, da war noch nie irgendwas erfolgreich. Noch nie. Was meinst du, warum er irgendwann angefangen hat, seine Let's Plays auf seinem Hauptkanal auf YouTube hochzuladen? Weil er sich mehr Klicks dadurch erhoffte. Ja, und dann immer so 20-Minuten-Videos und da war nichts vernünftig geschnitten oder sonst irgendwas. Also es war einfach nur, er hat privat gezockt, hat den Scheiß nebenbei aufgenommen und es dann ins Internet gestellt. Also es ist ja nicht so, dass er wie heute so live gezockt hat und dabei wenigstens noch so auf den Chat eingegangen ist oder so. Ja, richtig. Solange nicht so weit, dass man da muss man quasi bei jeder Schwangerschaft immer wieder testen. Das kann man alles nach und nach bearbeiten. Man fängt doch nicht in der Mitte vom Buch an, das Buch zu lesen.
Mit dem ganzen Camp. Also natürlich nicht. Oder? Oder fangt alle. Ihr, ist das da wichtig? Macht ihr ein Buch auf? Oh, ja, meine Idee war, sind dann alle Teile der Kommune die Eltern? Oder, ne, weil es ist ja sehr kommunal gehalten. Oder gibt es da noch sowas wie Mutter und Vater? Genau, das meine ich ja. Oder Mutter und Vater. Ist egal. Fangen alle auf. Also gibt es da noch sowas wie klassische Eltern oder sind dann quasi alle Eltern? Reinhard, aber um das Thema geht's ja gerade hier. Mit deiner Polyamorie und mit was Eltern ihrem Kind sagen dürfen. Und da fragt man sich halt, ja, kann da überhaupt ein Vater feststehen, wenn die da mit allen möglichen rumknattern? Oder? Ja, das ist auch so das Nächste. Wie stellst du da irgendwie sicher, dass da keiner irgendwie eine Krankheit hat? Genau. Wenn du da wirklich... Sag mal 20 Leute hast, die da öfter miteinander ungeschützt verkehren. Ja. Wie stellst du sicher, dass da keiner mal irgendwie krank ist? Oder was? Weil hat's einer, dann haben es direkt mal alle. Das ist halt so blöd, wie es klingt, aber sowas ist halt dann in so einem Fall relativ wichtig. Ja, ich rechne da mit dem Schlimmsten. Na. Witzig wäre es ja, alle hätten was, außer Rainer. Rainer ist der Gesündeste am Ende. Dann stimmt tatsächlich, was er sagt. Ich bin gesünder als alle Hater zusammen. Ja, Blätter, da lachst du. Da kann ich nicht mehr lachen. Sind alle die Väter. Oh, 24 Jahre. Das Thema Kinder ist komplett vom Tisch, aber ich hatte verschiedene Ideen zum Thema Kinder. Aber das Thema ist ja jetzt eh erledigt, von daher. Schau mal, du bist Kind, kommst aus der Schule. Hast du ein Haus? Also, er hatte verschiedene Ideen zum Thema Kinder. Obwohl er das ja eigentlich nur reingenommen hat, weil die Leute danach gefragt haben. Also, was stimmt denn jetzt schon wieder? Also. Ja, und dann hat er das rausgenommen, weil es vielen nicht gepasst hat. Also, Also diese Ideen bezüglich Kinder würde ich ja gern mal hören. Und jetzt oder pass mal eigentlich auf. Nicht. So ein Wendehals, ohne Hals, wie Rainer ist. Wenn du jetzt wieder anfängst, was ist denn jetzt mit Kindern? Nimm das wieder mit rein. Pass mal auf. So kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Es ist so, ey. Hast du eine Hausaufgabe gemacht? Oh, will mir voll auf den Sack gehen. Weiß nicht. Rainer, wenn du das hier hörst, nimm doch das Thema Kinder wieder mit rein. Na. Räum mein Zimmer auf. Oh. Gut, ist es eben nackig rumzulaufen. Dann können die Eltern das auch so entscheiden. Sie dürfen natürlich nicht dem Kindeswohl schaden, denn über die Betätigung der Eltern wacht die staatliche Gemeinschaft. Wenn die Eltern das also übertreiben und möglicherweise doch zu sexuellen Handlungen kommt, naja, dann würde der Staat auch hier eingreifen, aber danach sieht es ja gerade eben nicht aus. Ja, was bei dir passiert, Dicker, ist uninteressant. Genauso ist es. Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Angenommen, da wären dann Kinder und die werden irgendwie eingeschult. Was glaubst du, würde Rainer denen schenken? So als zur Einschulung. Also ich denke, so einen tragbaren DVD-Player. Ja, sowas. Wie er damals hatte. Ja, ja. Oh, der hat ja nichts mitgekriegt von der Zeit, ey. Das ist krank einfach. Und der Drache hat in seinem Manifest geschrieben, nee. Also, lieber soll mir gehör doch auf, bitte ihn Drache zu nennen. Das ist seiner nicht würdig. Und verdammte Axt, das ist kein Manifest. Ja. Also, der Drache ist nicht würdig. Er ist den Drachen nicht würdig, ne? So, nicht umgekehrt. Dass das alle hier verstehen. Kein Manifest. Hier werden wir darauf achten, dass es nicht zu Sex kommt vor den Kindern. Dann aber Thema ist gibt vom es Tisch. Noch etwas, was mich... Gronkh sagt es nochmal, das Thema ist vom Tisch. Wunderschön. Bewegt hat nämlich das Thema die Frage, vom Tisch, das kommt auch gleich noch. Wie sieht es mit der Schule aus? Die Kinder müssen ja auch irgendwie in die Schule gehen.
Ich weiß, dass der Drache jetzt nicht unbedingt ein Fan des Schulsystems ist. Er erkennt aber an, dass Schule durchaus wichtig ist für die Kinder, ja, insbesondere wenn sie eines Tages mal die Kommune verlassen wollen. So einfach ist es natürlich Stefan nicht. Die Kommune kann jetzt die Kinder nicht selbst unterrichten. Wir schauen mal. Dazu hat Troll schon was gesagt, was ziemlich passend ist zu dem Thema jetzt Schulsystem. Was sage ich jetzt nichts mehr dazu? Weißt du, ob du noch was dazu sagen möchtest? Also das Schulsystem in Deutschland? Ja. Was gibt's da großartig zu sagen? Es ist halt ein Scheiß, finde ich. Ja, 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 ja. Also es gibt ziemlich viel, was mich am Schulsystem was mich da abfuckt, bissle. Ja, bei uns ist halt leider so, du müsstest am besten, so lernst du am schnellsten, genauso schlau sein wie der Schlaueste in der Klasse. Weil an denen richtet sich alles. Und das ist halt falsch. Ja, es gibt auch so Sachen, also was in anderen Ländern besser ist. Also, ja, ich nehme jetzt einfach mal, da gebe ich Rainer sogar mal, nehme ich mal Rainer als Beispiel, Japan. Zum Beispiel, ja. Da lernen die Kinder in den ersten 2-3 Jahren, glaube ich, so Grundsachen wie sich benehmen, Anstand, wie man, dort gibt es in den Schulen und sowas keine Putzfrauen. Die Kinder putzen gemeinsam, die putzen gemeinsam das Klassenzimmer. Solche Sachen. Das, ja. Und dann guckst du so Schulen wie bei uns an, wo es einfach keinen Respekt mehr gegenüber den Lehrern gibt und es die sind überfordert, die Klassen sind viel zu groß, meiner Meinung nach. In meiner Klasse waren es damals, glaube ich, 24, 25 Schüler auf der Realschule. Und ja, das ist einfach viel zu viel. Ja, ja, ist es. Weil die müssen alle mitfolgen, das kannst du nicht, das geht einfach nicht. Genau, und ich bin auch der Meinung, dass man sehr viel Zeug lernt, was man halt einfach nicht braucht. Ja. Und deswegen vielleicht auch keinen Bock darauf hat. Und das zieht dann aber, wenn man da schlecht drin ist, den Durchschnitt nach unten. Also auch seinen eigenen Notendurchschnitt zieht das nach unten. Ja. Ja, wenn ich mich zum Beispiel für, keine Ahnung, für Religion oder sowas nicht interessiere, wenn es mich einfach nicht juckt und ich habe dann da eine 6, dann zieht es meinen Schnitt mit runter. Genauso Geschichte. Wer braucht heutzutage Geschichte in seinem Berufsleben? Kein Mensch. Genau, im Beruf, ja. Geschichte ist ja, also mir hat zum Beispiel Geschichte Spaß gemacht, weil ich es interessant fand. Ja. Es war halt so ein Auswendiglernfach. Ich war dafür schlecht in Mathe. Mathe war ja mein Hassfach. Ich habe es gehasst, Mathe und Physik. Dagegen sowas wie Bio war ich immer richtig gut. Englisch war ich auch gut, hatte ich auch, glaube ich, eine 2. Deutsch auch 2, aber Mathe einfach ein 4er in der Realschule. Und ja, weil es mich halt, ich habe es halt einfach nicht geblickt und ich habe nicht eingesehen, Alter, wofür brauche ich den Misch denn irgendwann mal? Ich will ja kein Mathelehrer werden. Und ja, man lernt einfach so viel Schwachsinn, was du wirklich nie brauchst. Bei Mathe ist halt das Problem und das ist falsche Herangehensweise, dass die Lehrer den Weg auch noch Punkte geben, wie du zum Ergebnis kommst. Das ist im Berufsleben scheißegal. Hauptsache, du hast das richtige Ergebnis. Genau. Da kann ich doch diesen Kindern mehrere Wege beibringen, wie sie zum Ziel kommen, je nachdem, was das Leichteste ist. Und zack. Ja, und es liegt halt auch nicht alles immer jedem. Ja, richtig. Ja, natürlich. Mathe ist wahrscheinlich das einfachste Fach, wenn man es versteht. Weil es gibt nur richtig oder falsch bei einer Matheaufgabe. Richtig. Und nicht, also, wie, und kommst du dahin? Genau. Wie kommst du dahin? Wenn du einmal den Weg verstanden hast, dann ist es egal, ob da jetzt die 5 Zahlen stehen oder die 5 Zahlen. Wenn du den Weg verstanden hast, ist es wahrscheinlich das einfachste Fach. Ja, und wenn du das richtige Ergebnis rauskriegst, ist der Weg scheißegal. Aber das ist halt meistens nicht so. Die bewerten halt diesen kacken Weg, den sie beigebracht bekommen haben. Das hat mich ewig gestört. Aber wir schwufen jetzt richtig ab hier. Ja.
Blick in Paragraph 53 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen. Da heißt es, Kinder, die bis einschließlich 30. September 6 Jahre alt werden, werden am 1. August desselben Jahres schulpflichtig. Das heißt, die müssen in die Schule. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wann man sein Kind privat betreuen und unterrichten kann, beispielsweise wenn es lange krank ist oder wenn der Weg zur Schule zu lang ist. Das ist sicherlich jetzt hier für so eine Kommune nicht der Fall. Es besteht also eine Schulpflicht auch außerhalb der Kommune. Es ist gerade so, dass Gronkh live ist auf Twitch. Und auch das wollte ich natürlich über dieses Thema von der Kommune. Wie sieht es denn aus mit der Schulpflicht? Hast du dir darüber Gedanken gemacht, wenn die Kinder in die Schule sollen? Weil er redet mal wieder über mich. Er hat auch schon Ofenkäse vorgelesen. Er hat auch schon was von... So, also der Plan sieht erst einmal überhaupt keine Kinder vor. Also da, die Antwort hat mich jetzt persönlich überrascht, weil es etwas gegen das Manifest ist. Also Erstens, es gibt kein Manifest. Ja. Können wir ganz kurz zurückspulen? Das ist nämlich sehr interessant. Rainer redet ja die ganze Zeit, während Gronkh oder der Solmecke was sagt. Aber sobald der Solmecke Rainers Sprachnachricht abspielt, da hält der TikTok-Rainer sein Maul. Weil, guck, Rainer, er lässt sich selber sogar ausreden. Ja, nur alle anderen nicht. Das ist sich guter selber Punkt. Unterbricht er nicht. Ja, okay, sich selber unterbricht er nicht. Jetzt gucken wir doch mal. Ja. So, also der Plan sieht aus. Oh, noch ein Stück geht also eine Schulpflicht auch außerhalb der Kommune. Es ist gerade so, dass Gronkh live ist auf Twitch. Und auch das wollte ich natürlich über dieses wissen. Thema von der Kommune. Wie sieht es denn aus mit der Schulpflicht? Hast du dir darüber Gedanken gemacht, wenn die Kinder in die Schule sollen? Weil er redet mal wieder über mich. Er hat auch schon Ofenkäse vorgelesen. Er hat auch schon was von... So, also der Plan sieht erst einmal überhaupt keine Kinder vor. Also die Antwort hat... Da, du hast völlig recht. Da urplötzlich mitten im Satz das Maul gehalten. Ja, sobald er sich selber gehört hat, hat er sein Maul gehalten, damit man ihn auf jeden Fall sprechen hört. Aber sobald es jetzt weitergeht, wird er wieder weiterreden. Ja, das sieht man mal wieder, wie narzisstisch dieser Mensch eigentlich ist. Sogar sich selbst, wenn er es nicht selbst gesprochen hat, lässt er ausreden. Alle anderen nicht. Das ist so geil, ey. Das ist wirklich mich jetzt persönlich überrascht, weil es etwas gegen das Manifest ist. Also der Plan sieht keine Kinder vor. Das gibt, also Leute, ihr müsst bedenken, es gibt kein Manifest. Da braucht man jetzt erst einmal Menschen. Es ist nur eine Idee. Also Erwachsene im Idealfall. Also Menschen, keine Kinder? Die ja, Kinder sind keine Menschen. Der Blick. Solmecke, muss ich jetzt ganz schön das Lachen verkneifen. Auch bereit sind, durchaus körperlich etwas zu arbeiten, weil... Denn, klar, körperlich arbeiten können Kinder soweit nicht. Auf dem Feld muss Acker, Fluggeschirr erschaut werden und so weiter. In der Kommune braucht man ja Menschen dafür. Wenn Kinder in die Kommune kommen, dann können die natürlich auch ganz normal... In der Kommune braucht man ja Menschen dafür. Okay. Ja, Menschen, also Erwachsene. Guck. Da muss er sofort reingrätschen. Sofort. Ja, sofort. Ja. Junge. Alles willkommen. Man kann sich ja mal versprechen, Alter, ohne Scheiß. Das. Die Entscheidung der Eltern. Ist es nicht ganz? Ob... Er ist so matt. Guck ihn dir an. Er ist so... angemettet hier gerade. Wundervoll. Wundervoll. Ich liebe es. Ich werde heute Nacht wieder gut schlafen. Es ist einfach so. Die gehen oder nicht? Sie müssen, wenn sie... Und an euch, wer jetzt immer noch hier ist, Respekt und Liebe von euch. Ja, wirklich wahr. Und es wird noch einen vierten Teil geben. Es ist so. Ja, sie müssen. Die Entscheidung war auf die Eltern bezogen. Das steht alles in meinem Blog. Lies einfach den Blog. Da steht alles drin. Lies einfach den Blog. Wieso machst du dann überhaupt deinen Maul auf, Rainer, wenn du eh die Leute immer sagst, ja, lies doch den Blog. Ich habe das Video auch kommentiert. Aha, also hinten raus hat er gesagt, geht eh nicht. Klar, hat er vollkommen recht. Aber ist ja wahrscheinlich auch nicht in Deutschland. Also ist das mit der Schulpflicht, abgesehen davon, dass das Thema eh hinfällig ist. Huch. Regenbogenscharf, Dankeschön. Vielen Dank, Regenbogenscharf. Jetzt noch eins auf die Fresse, Alter. Boah, herrlich. Kinder sind eh vom Tisch. Abonniert. Das Thema ist also inaktuell. Aber deutsche Schulpflicht greift natürlich nicht da, wo es immer schon. Wie er guckt, guck ihn. Oh, schön. Ach, schön. Herrlich. Und
An der Stelle würde ich jetzt sagen, wir sparen uns die letzten 15 Minuten für, was weiß ich, morgen oder übermorgen auf. Ja, machen wir. Und ja. Dann hat uns sehr viel Freude gemacht. Dann kannst du gerne einen Verabschiedungstext raushauen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, Zusehen. Es hat, wie die letzten beiden Male, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf den vierten Teil hier beim lieben Mad Dog. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ja, hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Ja. Und der Bewährungsversager und ich sagen für heute, das war's von uns. Jetzt können die anderen reden und wir sagen Metal off, meine Freunde. Metal off.